Könnt ihr euch noch erinnern, dieses Bild letzte Woche, als ich euch die 5 Tipps gegeben habe, wie ihr eure Spieler besser machen könnt? Ich habe viele Fragen bekommen, ob ich genauer darauf eingehen kann. Das wollte ich mal machen. Deswegen auch dieses Video, um genauer auf diese 5 Punkte einzugehen. Tipp Nummer 1. Deine Trainingseinheit sollte Spaß und Sinn machen. Wenn du im Warm-up schon die Jungs catchen kannst, indem du ein bisschen Spaß reinbringst, das hilft dir die ganze Trainingseinheit. Ja, da sind sie näher auch umso konzentrierter. Natürlich muss man auch ein bisschen ernst, also der Ernst auch irgendwann in gewissen Übungen auch da sein. Ja, aber habt ihr ein bisschen Spaß, ist die Stimmung aufgelockert, habt ihr es einfacher und die Jungs sind auch lernbereiter dann, wenn es Spaß macht. Ja. Hinzu kommt, dass natürlich die Trainingseinheit einen bestimmten Sinn ergeben sollte. Der Schwerpunkt, der gesetzt ist für diese Trainingseinheit, ja, der sollte sich natürlich wie so ein roter Faden durch die Trainingsübungen ziehen. Ja. Ob es im Warm-up ist, ob es nachher im Hauptteil ist oder im Schlussteil, es muss alles einen Sinn ergeben auf den Schwerpunkt, den ihr setzt für diese Trainingseinheit. Ja, der zweite Tipp, eure Trainingseinheiten sollten abwechslungsreich sein. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn der Spieler zum Training kommt und er weiß ganz genau, welche Übung dran kommt. Ja, habe ich selber erleben dürfen, wenn wir zum Beispiel mal verloren haben, wussten wir ganz genau als Spieler, jetzt kommen diese Übungen und um Gottes Willen, Motivation senkt sich natürlich extrem. Man hat keine unbedingt Lust dann zum Training. Und das solltet ihr vermeiden, weil so lernen die Spieler am wenigsten aus meiner Sicht. Natürlich, ab und zu muss es vielleicht mal sein, da ist eher bei der Bestrafung dann angesehen, aber lieber viel Abwechslung, verschiedene Passübungen mit dem gleichen Sinn, der dahinter steckt. Ja, genauso mit viel, es gibt so viele schöne Passübungen, das ist ein Beispiel, oder Spielformen, die man benutzen kann, um seine Schwerpunkte auch umzusetzen, die man hat im Training. Der dritte Tipp, deine Spieler dürfen auch im Training Fehler machen. Sie sollen sogar Fehler machen, weil du willst sie ja entwickeln. Es bringt nichts drauf zu hauen, ja, dann, dass sie diesen Fehler gemacht haben, sondern am besten erarbeite mit ihnen dann diese Fehler, warum sie das so machen, ja, in einem Frage-Antwort-Spiel. Und genau das Gleiche, gebe ihnen Lösungen. Nur wenn du ihnen Lösungen gibst, ja, können sie es besser machen. Und es ist besser, ihnen das nicht direkt zu sagen, sondern dass sie es zusammen erarbeiten und selber drauf kommen. Wenn du das hinbekommst, bist du ein Stück weiter, um deine Spieler zu entwickeln. Ja, Tipp Nummer 4. Verliere dich nicht im Detail. Wenn du als Trainer jeden Fehler in einer Trainingseinheit anhältst, stoppst, ja, versuchst zu verbessern, dann wirst du keinen Fluss drin haben in dieser Trainingseinheit. Irgendwann sind die anderen abgenervt, die gar nicht mit drin sind. Ja, du stehst nur und du hast nicht den Effekt, sag ich mal so, als wenn du nur 2, 3 Fehler korrigierst oder dir mal einen rausziehst und mit ihm besprichst, was er vielleicht falsch gemacht hat. Ja, natürlich muss man auch auf die Basics drauf eingehen. Dafür gibt es dann im Endeffekt Feedback-Gespräche, die ich jetzt hier nicht aufgelistet habe. Aber zu viel, zu ins kleinste Detail zu gehen, weil wir sehen das als Trainer von außen, aber die Spieler nicht, das bringt dich nicht weiter als Trainer und auch nicht die Jungs weiter, weil sie wollen ja, was wollen sie? Sie wollen Fußball spielen und nicht andauernd gestoppt werden von einem Trainer, der zu sehr ins Detail geht. Ja, der fünfte und der letzte Tipp ist von mir, sei offen für Neues. Du verlangst von deinen Spielern, dass sie sich entwickeln sollen. Du musst dich natürlich auch entwickeln. Deswegen musst du bereit sein für was Neues. Entwickel dich, egal wie. Lies Bücher oder besuche Lehrgänge. Ja? Schau auch mal zu anderen Sportarten. Was kann man da vielleicht auf Fußball projizieren? Solche kleinen Geschichten ist ganz wichtig. Wenn du dich entwickelst, werden sich auch deine Spieler weiterentwickeln, weil du ihnen ja neues Futter gibst. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bleibe nicht in deiner Entwicklung stehen,
sondern entwickle auch dich, weil du möchtest ja auch deine Spieler entwickeln. Ja, das waren meine Top 5 Tipps für euch, um eure Spieler zu entwickeln. Ich habe natürlich auch noch weitere Tipps, ja. Feedback einholen, wie man selber arbeitet, nicht nur geben, wie oft man das macht, da habe ich meine eigene Meinung zu, ja. Aber woran musst du jetzt arbeiten? Setzt du schon diese 5 Tipps um? Hast du noch weitere Tipps oder möchtest du weitere Tipps haben? Schreib es mir gerne in den Kommentaren oder auch gerne in meiner E-Mail-Adresse, die hier unten eingeblendet ist. Ich kann dich auch gerne unterstützen mit meiner Erfahrung. Ich kann dich coachen, nicht jetzt nur, um deine Spieler ständig zu verbessern. Das natürlich sollte der große Sinn dran sein, weil wenn man sich als Trainer, ja, wie ihr mitgekriegt habt, sich selber entwickelt, werdet ihr auch eure Spieler entwickeln. Aber wir können auch an der Trainingssteuerung arbeiten. Wir können an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Wir können auch arbeiten daran, wie wir ins Spiel gehen, was ich den Jungs mitgebe. Ja? Ganz viele kleine Details kann ich dir mitgeben, ohne jetzt verliebt drin zu sein, ganz wichtig, kann ich dir mitgeben in meinem Coaching. Du kannst gerne mich anschreiben, wir können uns gerne mal unterhalten und dann schauen wir mal, ob es was für dich ist. Ja? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon, dass du beim nächsten Mal wieder mit eingeschaltet hast und mich weiter verfolgst. Tust es noch nicht? Klicke am besten den Button, ja, dass du auch nichts mehr verpasst von mir. Und ja, dann bist du immer auf dem neuesten Stand in deiner Entwicklung. Bis dann, dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberg.